Ein Studium auszusuchen ist eine sehr entscheidende Wahl fürs Leben. Man wählt im Studium selbst auch, welche Freunde man hat, das Weltbild, das sich dann später auch festsetzt, wird im Studium geformt. Und es gibt eine Menge Lebensgefährten, teilweise auch Heiraten, die entscheiden werden in diesem Lebensalter. Eine Form von Lebensgefährten, denen man während des Studiums begegnet, sind Bücher. Bücher können auch ein Verhältnis haben zu Menschen. Warum ist das so? Bücher sind ja Erinnerungen, Gedanken, die Menschen, von denen Menschen glauben, dass sie es wert sind, mit anderen geteilt zu werden. Sie sind häufig auch Ausdruck, persönlicher Ausdruck eines Kollektivgedächtnisses. Man kann auch sagen, dass Bücher so etwas haben wie eine Seele. Die Seele hat so etwas wie einen Text. Der ganze Kosmos hat eine Textur. Die Schöpfung ist entstanden aus einem Befehl, einem Wort. Wir kennen diesen Gedanken von dem Wort Kun, und dann wurde es. Wir kennen dieses Prinzip in der wohlverwahrten Tafel, Lauch und Mahfuz, von dem die Befehle, die Präskripte, die Verordnungen Gottes herabkommen. Und das, was bereits herabgekommen ist und vollzogen wurde, kennen wir als das, was bereits geschrieben ist, El Maktub. Wir kennen das Prinzip der Ayat. Es gibt Verse, die sowohl eingeschrieben sind in der ganzen Welt und in uns selber. Und gleichzeitig wissen wir, dass es ein Buch gibt oder Bücher, die so etwas wie Ayat haben. Es gibt das Prinzip, das wir kennen als Muslime, lies, Iqra. Nun hat der Prophet, der Gottesgesandte, a.s., diesen Auftrag bekommen, obwohl keine Schrift da gewesen ist, die er lesen konnte. Die Frage stellt sich also, was war hier zu lesen? Und die Antwort war daraufhin, Iqra bismi rabbik, lies, wenn man so will, intentional, im Namen deines Herrn, kann man auch verstehen als lies, um deinen Herrn zu erkennen. Lies deinen Herrn, ganz verkürzt. Dann heißt es weiter, dass er lehrte, alladhi 'allama bil qalam, er lehrte mit der Schreibrohr den Menschen etwas, was sie nicht wussten. Meine Interpretation ist, dass der Mensch als denkendes Lebewesen, wie man so die Philosophen sagen, als Hayawan und Nautik, dass der Mensch über sein eigenes Denken denken kann, ein Bewusstsein hat und über das Schreiben eine höhere Abstraktionsstufe erreichen kann, weil er hat sozusagen die Möglichkeit, über seine eigenen Gedanken und die auch anderer viel besser nachzudenken. Und wir sind insgesamt eine Gemeinschaft, die auf Grundlage eines Gesetzes, eines Buches, einer Schrift und einer ganzen Erinnerung, die damit zusammenhängt, und eines Lebens, das damit zusammenhängt, nämlich das des Gottesgesandten, verbunden ist. Deswegen sprechen wir von uns und auch von anderen als Ahl al-Kitab. Wir haben eine Schrift. Jetzt ist es aber auch so, dass Sayyidina Ali, radiallahu anhu, gesagt hat, dass der Koran ein Buch zwischen zwei Deckeln ist, dass er selbst nicht spricht und es Menschen sind, die mit dem Koran sprechen. Und wir haben eine andere Aussage von der Gattin des Propheten Aisha, wo es heißt, dass sie den Propheten beschreibt als wandelnder Koran. Wie bringen wir diese zwei Aussagen zusammen? Es gibt einen wandelnden Koran und es gibt einen Koran, der nicht von sich aus spricht. Dafür hat die muslimische Tradition sehr viele, ich sag mal, Instrumente geschaffen. Ein einmaliges Instrument ist die Sunna, eine Sammlung von Aussprüchen, Taten. Andere Sammlungen, die darauf folgten, um sozusagen wieder die Entkoppelung der Sunna von ihren Entstehungskontexten wieder zu rekoppeln, wieder zurückzukoppeln, sind Instrumente, wie dass man an Lehrer sich festhält, sich bindet. Es geht also um die Frage, wie eine Verbindung herstellen über die Lektüre eines wachsenden Bestandes von Büchern zu den Geistern, die dahinter stehen. Das ist sozusagen immer wieder die Herausforderung. Und mit dem immer weiter anwachsenden Bestand wird diese Herausforderung auch nicht geringer.
im 17. Jahrhundert, im 9. Jahrhundert Hijri, haben muslimische Gelehrte eine Disziplin geschaffen, in der es darum geht, die Lesekompetenz, die Lesefähigkeiten von Wissensstrebenden, von Gelehrten auch zu steigern. Das nennt man Adab al-Mutala. Und in dieser Disziplin geht es also darum, bestimmte Prinzipien zu nennen, Aspekte zu nennen, die diese Kompetenz also einmal schaffen und dann intensivieren. Ich glaube auch nicht, dass wir heute genau die gleichen Prinzipien unbedingt folgen müssen wie im 17. Jahrhundert. Man kann es auch weiterentwickeln. Einige meiner persönlichen Einschätzungen und Erfahrungen möchte ich noch ganz kurz teilen. Es gibt einmal die Auswahl. Die Frage der Auswahl von Büchern. Man kann selbst eine Auswahl bekommen. Das ist ein Vorteil, vor allem wenn es um Schlüsselwerke geht. Man kann aber auch selbst offen sein, um andere Bücher, weitere Bücher zu lesen. Und dann, wenn wir beim Lesen sind, ist der zweite Punkt, dass man beim Lesen in eine Diskussion quasi nachfolgen soll. Dann hat ja den Vorteil, dass man langsamer lesen kann, als jemand anderes gedacht hat. Und das ist sozusagen die Möglichkeit für jemanden in einen, sagen wir, größeren Geist, wenn man so will, einzutauchen. Dafür muss man dem Ganzen aber folgen. Das ist manchmal schwierig. Das ist auch autodidaktisch manchmal schwierig. Deswegen wiederum ist es vorteilhaft, mit Lehrerinnen und Lehrern auch schwierige Texte zu lesen. Und das ist etwas, was wir an der Universität Osnabrück am Institut für Islamische Theologie anbieten. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir mit Studierenden gemeinsam auf der Suche nach den Seelen der Bücher treten können.